Ja, was haben wir denn hier? Ich habe bei Sensi bestellt. Und ja, eigentlich habe ich vor kurzem erst die ganzen Düfte bestellt. Hier das hier, das hier, das hier und das hier. Und die Duftlampe mit Believe in Your Dreams habe ich natürlich auch bestellt gehabt. Die steht hier schon und hat Mandalorian-Intus. Aber dann, das Lustige war, ich habe Moni gesagt, boah, wenn der Hase wieder reinkommt, ich muss ihn haben. Ein Tag später war er wieder drin im Sortiment. Natürlich dazu ein Schimmer-Sensi-Pack, der in den Hasen reinkommt. Schön Schimmer! Ich finde die Packs ja auch so cool, ne? Also richtig gut befüllt. Erwecken Sie Ihren Sensi-Buddy zum Leben. Ja, dann holen wir ihn mal raus. Da ist er. Das ist Bailey the Bunny. Es gibt ja verschiedene Hasen ab und zu mal in Aktionen bei Sensi. Aber dieser Hase hat es mir besonders angetan. Ich habe ihn gesehen. Da war er ausverkauft. Mir wurde gesagt, okay, das ist eigentlich eine Osteraktion. Ja. Nachdem es mir gesagt worden ist, einen Tag später kam er wieder rein. 50, nee, warte mal, wie viel habe ich gezahlt? 32 Euro, der war nämlich in Aktion. 32 Euro für den Hasen. Das Pack hat mich dann auch, glaube ich, nochmal 8 oder 10 Euro gekostet. Ich blende es hier unten mal ein, wie viel genau es war. Wenn ihr den süß findet, er ist noch im Shop. Ja, den Link dazu werde ich euch natürlich in die Videobeschreibung packen. Er ist noch zu haben, wenn ihr ihn möchtet. Mal gucken, wie groß der in Wirklichkeit ist. Oh, da ist der Kleine. Och, ist der flauschig. Ist der flauschig. Oh, ist der flauschig. Oh, guckt euch mal die Ohren an, so aus Kordstoff. Hier ist ein kleiner Fussel, ist nicht schlimm. Oh, so richtig weich. Das seht ihr bestimmt auch. Könnte ich vorstellen, wie weich der ist. So. Hat ein Kordpopo. Muss ich mal eben gucken. Hier unten steht auch noch mal Sensi Buddy. Ich hatte noch nie so viel Sensi-Zeug wie im Moment. Also, der wurde März 2021 hergestellt, der kleine Hase. Im März 2021 ist er geboren. Ich weiß nicht, was der bedeutet. Vielleicht Special Edition? Ich weiß es nicht. Und hier ist der Reißverschluss am Rücken, wo das Pack reinkommt. Wenn ihr ihn nicht duften lassen wollt, dann könnt ihr natürlich auch, wenn ihr euren Kindern den Hasen schenkt, die können da ihre Sorgen so reinpacken. Also einen kleinen Zettel schreiben oder malen mit Sorgen und da reinpacken. Als Sorgenfressertierchen habe ich von der Moni so gehört, dass man das so machen könnte. Ist eine super Idee. Oder halt kleine Geheimnisse, ne, so sein Lieblingsspielzeug noch mit reinpacken. Echt süß. Perfekt. Perfekt für meinen Krankenhausaufenthalt. Ich werde da ja mein Baby-Yoda-Stofftier mitnehmen, aber auch dieses hier, weil der dann nicht so ganz nach Krankenhaus duftet, ne? Also da hatte ich dann meinen eigenen Duft da mit bei im Bett und so. Das ist natürlich dann super. Bailey ist meiner. Ja, auf der Packung, die ist ja auch total schön, ne? Da ist der Hase nochmal abgebildet. Hier, so schöne Muster. Echt toll. So richtig toll. Ich finde die Verpackung bei Sensi sowieso total schön. Ja, da sieht man, dass es auf jeden Fall die Oster-Edition am Anfang eigentlich war. Und er war so beliebt, dass sie den nochmal eingeführt haben. Da habe ich echt Glück gehabt. Sonst hätte ich den wahrscheinlich nur noch bei eBay gekriegt, denke ich. Ja, ich bin ein bisschen verschnupft, macht nichts. Ich wollte dieses Video drehen. Und ich werde jetzt. Oh, ist der süß, ne? Der ist echt richtig weich. Oh. Bailey hat sich gelohnt. Der hat hier so süße Knopfaugen, die sind richtig tief drin eingenäht. Da kann nichts passieren. Die kann man so nicht rausreißen. Ist richtig fest.
weiß ja, dass Sensi darauf achtet, dass die, dass das, wenn die Kinder kriegen, ist ja eigentlich für Kinder, dass da nichts passieren kann, ja. Ich werde jetzt mal den Pack auspacken, den Schimmerpack. Ich habe mir übrigens jetzt auch noch mal den Winnie Pooh als Pack bestellt. Der soll ja fast wie Schimmer riechen. Der kommt dann auch mal da rein. Da wechsle ich nämlich dann ab. So, jetzt muss ich erstmal gucken, wie ich das aufmache. Ich habe ja hier eine Schere. Ich bin ja gar nicht so doof, wie ich aussehe, ne? Und ja, ich habe hier gerade zwei Stifte gekriegt. Das Video habt ihr schon auf YouTube jetzt gesehen mittlerweile. Oh, riecht das gut. Sie riecht so richtig nach Schimmer. Da sind so Perlen drin, die den Geruch von Schimmer haben. Ich mach mal hier den Reißverschluss auf und pack mal das Pack rein. Dauert ja auch noch ein bisschen, bis sich das Ganze verteilt, ne? So, richtig schön tief rein. Rein mit dem Duft. Und dann gucken, dass das nicht so verklemmt mit dem Säckchen. Muss man natürlich vorsichtig sein, ne? Ganz vorsichtig auch zumachen. Jetzt ist der Sack drin und dann kann man den so ein bisschen kneten, damit er den Duft so ein bisschen verteilt. Und dann muss man halt warten. Und dann duftet der Hase entweder nach Schimmer oder nach den Disney-Düften. Das könnt ihr selber ja dann aussuchen, ne? Also der ist wirklich richtig hübsch. Klein Bailey. Echt süß. Eine tolle Idee, der Kleine. Wahnsinn, ich freue mich, dass der jetzt endlich angekommen ist, dass er bei Mami jetzt eingezogen ist. Ich werde ihn mal kurz hier hinsetzen und die Kamera mal so ein bisschen runterholen. So, da sitzt er jetzt. Er darf aber auch sitzen bleiben. Ach, lasst euch den nicht entgehen, der ist wirklich sehr, sehr flauschig. Ja, viel Spaß beim Nachkaufen.